Geh mal kurz gucken. Ja. Livestream starten. So. Jetzt sollten wir live sein. So, wir sind in Survival-Bild. Hier sind unsere Kühe. Wir bräuchten noch einen da drin eigentlich. Dann würde ich schon zumachen. Kann man eigentlich, können die Arbeit annehmen? Weiß ich nicht. Wir nehmen lieber so ein. Hey, komm mal bitte mit. Mann. Könnt ihr nicht mal irgendwie mitkommen? Ich finde das so nervig, dass man die irgendwie nicht mit Emeralds anlocken kann oder so, weil die mögen doch Emeralds. Wieso funktioniert das nicht? Ach, Schiss drauf. Wir später. Nur das Problem ist, wir müssen halt dann immer nachts richtig früh losgehen. Wir haben aber halt auch kein Essen, ist das Problem gerade. Aber eine Sache ist, die ich noch machen will, das Feld zu erweitern. Und da mache ich mir gleich noch ein Holzschwert, weil wir damit mit einem Holzschwert das schneller einfach abfarmen können, weil das, ich will halt nicht direkt unser Eisenschwert kaputt machen, weil das 2 Eisen kostet. Ihr könnt auch gerne was in den Chat schreiben, wenn ihr das wollt. Dann gucken wir hier erstmal in die Chest und bam. Ja, falsch. Upp. Ach, nervig. So. Zack. Bumm. Mein Holzschwert. Bumm. Bumm. 6 Glas. Sehr gut. Und dann gehen wir den Bambus abfarmen. Weil wir brauchen auch so früh wie möglich Kies, damit wir uns erstens ein Feuerzeug und zweitens ein Fletching Table machen. Weil ich habe ja auch schon im letzten Part gesagt gehabt, dass wir an einem Fletching Table einen Fletcher machen können. Und ja, ihr solltet den letzten Part geguckt haben, der war gut. Da haben wir auch die Kühe bekommen. Bum, bum, alles hier schön abwarmen. Schon kaputt? Alter, das geht echt sehr schnell. Gut, dann machen wir uns noch. Warte. So. Zack. Kurz immer die hier abfahren. Geht halt deutlich schneller mit einem Schwert. Ja, also wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr das gerne in den Live-Chat auch schreiben. Ich reagiere da drauf. Oder irgendwas zu sagen habt. Ach, da, ich dachte gerade, das wäre irgendeine Schildkröte, die da rumfliegt, aber nee. Ich wollte schon sagen, was ist das? Bambus wächst so schnell. Merke ich immer. Das. Da muss ich auch alles einsammeln und es wird nach. Wir müssen schnell wieder zum Haus. Schnell, schnell, schnell. Und dann die ganze Zeit, dass das gemacht wird. Bumm, schlafen direkt. Nicht lang irgendwie rumreden. Warte, ich habe das ein bisschen schlecht gemacht. Du kannst da jetzt erstmal rauskommen. Und ja, jetzt will ich das anbauen gehen. Weil wir haben ja jetzt ein bisschen Weizen. Daraus können wir dann später noch Brote machen. Und aus den, wenn wir halt das haben. Und die können wir braten. Braten mal alle bis auf eine. Als wir die irgendwann mal anbauen wollen. Gehe gleich gucken, haben wir noch hier keine Hacke mehr. Boom. Machen wir uns eine einfache Steinhacke. Boom. Nehmen wir mit. Können hier schon mal. Wow.
So, 30 weg. Und noch mehr von den Sticks. Ofenkartoffeln haben wir jetzt wieder die paar. Weil wir wollen die vermehren. Da unten. Und da das so lange braucht, bis das wächst, sollten wir das machen. Außerdem muss ich gleich noch ein bisschen Sand farmen, damit wir das Glasdach machen können. Weil wir können die jetzt einfach vermehren, die Villager. Ich muss die ja gar nicht mehr da richtig reinlocken. Die müssen dann nur noch wachsen. Das dauert dann immer eine Zeit, aber ja. Werden wir wohl hinkriegen. So. Ich hoffe, man kann mich auch gut hören und so. Zack, zack, zack. Ein wenig Sand farmen. Dann nehmen wir hier das Dirt, um das wieder zuzumachen, damit das schöner aussieht. Bam. Sieht doch wieder besser aus. Und wir haben Sand. Gut, dann gehen wir zu den Feldern. Die waren, nee, da war das Melonenfeld. Da können wir aber auch mal gucken nach Essen, ob die eine Melone gewachsen ist. Aber die hier Dinger hier wachsen hoch, dann wird das auch schneller, wenn die hochgewachsen sind, weil wir müssen die da nicht abbauen. Dann wachsen da schneller Melonen. Wenn ich das Haus für die Villager fertig habe, da ist ein Weizen fertig gewachsen. Sehr gut. Dann hier möchte ich auch nachts mal nicht schlafen gehen ein paar Mal, damit wir Bone Meal ranholen können. Das wäre ganz gut. 1, 2, 3, 4. Boom. Ah, da haben wir den nächsten Seed. Dann können wir hier mal kurz abfahren. Zack. Zack, zack. Nächster Weizensaum. Ja. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen minen gehen. So, das heißt nochmal ordentlich was zum Anbauen. Also 3 mehr. Ordentlich ist das nun nicht so, aber geht. Besser ist nichts, ne? So, dann mache ich direkt hier ein Dirt anstelle davon hin. Das können wir dann auch gleich, wenn ich noch ein paar Weizenkörner gesammelt habe, anpflanzen. Gut. Zack. Zack. Und jetzt möchte ich aber dennoch noch mehr farmen. Weil ich möchte dann größeres Feld haben als nur diesen paar Dingern. Zack. Bam, bam. Gut. Dann gehen wir zurück. Und ja, ich will halt noch nicht meinen gehen, weil dann könnte es vielleicht Nacht werden. Zombies kommen da runter und ja. Aber ich kann ja jetzt schon direkt gleich hier, da einfach Glas drüber machen, dann sind die geschützt. Und wir können da rein durch die Treppe. Und ich glaube, viele haben sich gefragt, auch ein bisschen, wieso ich da unten keine Leitern gebracht habe. Ich glaube nämlich, dann könnte es passieren, dass die irgendwie wieder hoch wollen. Dann gehen die Leiter hoch und darauf hätte ich eher weniger Bock. Weil ich will die dann nicht wieder mir reinschubsen können. Was war das für ein Sound? Jetzt schon wieder Nacht? Nee, ne? Oh, gut. Hier mehr Ofenkartoffeln. Und dann braten wir mehr Sand. Die 4 Eisenbarren können wir reinlegen. Und da wir auch so viel Eisen haben, können wir schon mal bam, eine Chestplate, eine Hose und einen Helm machen. Es fehlen uns nur noch die Schuhe. Und wir sehen schon krass irgendwie aus. Ey, das sieht schon geil aus, so, ne? Vor allem dann noch mit den Schuhen. Wird das, glaube ich, cool werden. Erstmal wieder ein paar Ofenkartoffeln essen. Die wir ja jetzt zum Glück haben. Nein, für das eine verschwende ich keine, weil Essen ist gerade bei uns noch sehr rar, da wir halt noch kein großes Weizenfeld haben, was jetzt noch nicht so schnell wächst. Wir können dann auch, wenn wir ein relativ großes haben, einen Komposter machen, wo wir dann auch noch ein bisschen Bone Meal rauskriegen. Ich will jetzt aber hier erstmal das Glas drüber machen.
glaube, das Glas reicht noch nicht aus, deswegen gehe ich noch ein bisschen Sand holen. Damit wir das schon mal haben. Moin, Villager, du kannst da auch noch, wenn du willst, reingehen. Wäre ganz gut vielleicht. Die ganze Zeit Fire Damage. Ja, also ich sag's jetzt nochmal. Ihr könnt gerne was in den Chat schreiben. So. Dann gehen wir nochmal hier. Weil hier ist meistens viel Sand. Da muss noch das Gras wachsen. Das ist besser. Hier kann ich gleich wieder das mit ein bisschen Dirt ersetzen. Zack. Wir haben ja schon gut noch eine Masse an Dirt aus, weil wir ja. Upp, das sieht besser so aus. Weil wir ja das Villager-Ding da gebaut haben. Deswegen Dirt. Und das ist immer gut, zum Beispiel Creeper-Löcher zu flicken, um Creeper-Löcher halt zu flicken. So. Grab hier gleich wieder den ganzen Berg um. Ich sehe es schon. So geht das jetzt. Das muss einfach noch weg. Ja, ich habe schon begonnen, den ganzen Berg umzugraben. Ich merke es wieder. So, sieht gut aus. Bumm. Also, es reicht. Jo. Hier liegt ein Tintenbeutel. Den nehme ich mal kurz mit. Daraus können wir schwarzen Farbstoff machen, wenn wir das haben wollen. Haben wir ja schon mal einen da. So. Dann gehe ich jetzt noch mal gucken, wie viel Glas gebrannt ist. Ich glaube, es sollte alles fertig sein. Dann mache ich gleich noch mehr. Obwohl wir Holzschwerter sind eigentlich eine Verschwendung an Holz. Dann machen wir einfach Steinschwerter. Das ist einfacher, halten länger und ja. Ah, ich habe noch hier mehr Kelb. Ey, was laber ich eigentlich für Kelb? Junge, das ist doch kein Kelb, das ist Bambus. Die sehen so ähnlich aus, deswegen. Zwei Smaragde. Bum, bum. Außerdem gibt das auch noch XP. Mal gucken, ob wir damit fertig werden. Wir hätten es um eins nicht geschafft, okay. Das wäre sogar noch schlimmer gewesen. Also habe ja eins abgebaut. Mit Silk Touch gehen die dann sogar nicht kaputt. Ach, ich brauche ja zwei. Ich dachte gerade, wir brauchen nur eins. Zack. Oh. Und zack, zack. Gut. Dann gehe ich ein wenig. Ich wollte gerade sagen, meinen, aber wir können doch einfach. Fällt mir gerade ein. Hier sollte doch irgendwo ein Eisengolem sein. Spawnen hier ja auch im Dorf. Für die vier Eisen können wir vielleicht den Eisengolem killen, indem wir uns hochbauen. Müssen wir aber nach ihm Ausschau halten. Da ist er ja. Da sind sogar zwei. Ist, wenn einer uns nicht genug gibt. Eine Enderperle. Schmackhaft. Ah, ich bin zu hoch dafür, damit ich. Bum, 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 bum. Vier Eisen, perfekt. Dann müssen wir den nächsten gar nicht killen gehen und können uns die Schuhe machen. Hier ist auch direkt eine Crafting Table. Zack. Bum. Das sieht doch cool aus. Mit unserem Eisenschwert hier. Gut, weil eins unserer Ziele ist, die ich machen will, nämlich in den Nether zu gehen. Und dafür brauchen wir Rüstung. Da hinten ist ein Kürbis, den ich gleich mitnehme, da wir diese Nacht nicht schlafen gehen. Sogar mehrere, aber ich installiere mir, wenn wir dann ins End gehen, glaube ich, ist es sicherer, einen Kürbis aufzuhaben. Dann kann ich vielleicht ein Texture Pack reinmachen, also mir installieren und reinmachen, dass wir halt halt normalen Bildschirm sehen, obwohl wir den aufhaben. Weil dann, okay, haben wir halt keinen Helm auf, aber das ist ja auch egal. Das heißt, ganz gut. Ich wollte ja gar nicht ins Bett gehen. Wieso will ich jetzt ins Bett gehen? Du kannst schlafen, so. Gut. Das erste Skelett. Villager, was machst du da draußen? Du musst doch eigentlich, du kannst doch, hättest, eigentlich hättest du die ganze Zeit immer in unser
Villager-Hotel gehen können. Und er hat natürlich keinen Knochen gedroppt. Ist mal wieder super. Sui. Sui. Echt sui. So. Dann hier gucken. Ist leer. Da hinten ist ein Skelett, aber offen zu kämpfen ist halt nicht gut. Oh, ein Enderman. Reaper auch. So, jetzt habe ich aber nur noch 2 Herzen, weswegen ich jetzt aufhören will, Monster zu killen. Ich will ja den Tod nicht provozieren. So. Jetzt möchte ich schlafen. Ach, shit, ein bisschen zu hoch vielleicht. Dann machen wir 14 Chance. Das ist schon mal gut. Reaper, ich mag dich nicht. Reaper, ich hasse dich, weil du immer explodierst und alles kaputt machst und mich fast sterben lässt. Reaper, ich mag euch nicht. Kann man eigentlich ein Lied drüber schreiben? So, die sind eh fast fertig, deswegen benutze ich, dass ich die hier wachsen. Zack! Um. Um. Danke. So. Bum, bum. 2, 3. So. Warum schwimmen die eigentlich Land? Boom. Gut. So, dann gehen wir mal wieder ein bisschen weiter. Ich fühle mich gerade immer noch, als würden wir hier gerade aufnehmen, Survival, aber es ist ja ein Stream. Jo. Deswegen. Moini. Habe ich das da unten ausgeleuchtet? Ich glaube, ich habe es nicht ausgeleuchtet, aber es sind alle noch am Leben. So, jetzt ist ausgeleuchtet. Gut. Dann können wir aber auch ans Meinen gehen. Oh ja. Gut, ans Meinen gehen. So, da in die Höhle würde ich lieber nicht reingehen, weil da zu viele Mobs drin gerade chillen. Dann gehen wir halt in die Standardhöhle hier. Erledigt, okay. Ohne Damage zu kriegen. Creeper, habt ihr irgendwas? Wieso seid ihr hier die ganze Zeit? Bei mir. Komm.
Bumm. Erledigt. Gunpowder. Sehr gut. Da Raketen machen. Bitte ist da nicht noch ein Mob. Spring doch los. Ich hab ein Herz. Hab versucht nach hinten zu gucken, aber moin. Vielleicht brauchen wir Essen. Wer weiß? Fragezeichen. Und wir bräuchten mehr Fackeln. Ja. Moin, Kühe, ne? Warte, ich fütter mal eins, zwei. Wir können jetzt ein bisschen Liebe machen. So, zack. Daraus kommt jetzt eine Babykuh. Yay! Die Hühnchen und die Blümchen. Nur, dass ich halt nicht die Hühnchen gezüchtet habe. Weil kein Fleisch ist das Problem. Also kein Essen. Ich könnte eine Kuh töten, aber das mir gerade so viel bringt, ist. Ah. Huch. Ihr müsst wachsen. So. Ah. Wächst nicht. Es wächst nicht. Was ist ein Papagei? Bumm. Wir müssen jetzt Fische fangen. Also mit dem Schwert. Was höre ich hier die ganze Zeit? Ist cool. Das die Papageien oder was? So. Gut. Da könnten wir uns eigentlich auch noch anlegen, theoretisch, weil. Ich glaube, da wird mir aber zu schnell geschafft. Bambus, ihr könntet da auch wachsen. Mein, glaube ich, habe gehört, dass. Also, ich glaube, wir müssten eigentlich unser Feld unserem Haus verlagern, weil da sind die Chunks öfter geladen, als weil ich hier nicht so viel hier laufe. Deswegen sollten wir das mal machen. Eins, zwei Sachen sind gewachsen. Bum, bum. Ah, so viel zu tun. Ich glaube, das sollte ich jetzt machen, das Feld zu unserem Haus umlegen. Weil ja. Der Dorfbewohner hat da einen Beruf. Ja, das glaube ich, der Clay verkauft, ne? Ist der wahrscheinlich? Der Clay überhaupt verkauft wahrscheinlich. Der Clay kauft. Ja, mein Apex. Das ist der Typ. Hier einfach geil mit Dorfversammlung. So. Ja, alle, die homeless seid. Oh. Ja, aber für das Eisen kill ich dann, sollten wir dann noch einen Eisengolem killen. Wir haben ja hier noch einen. Da.
Ihr seid da also Nachbarn oder was? Hier sind viele Kühe. Ich glaube, ich hole davon ein paar ins Gehege. Kühe, kommt mal bitte her. Hoffentlich kommt er da jetzt auch wieder rein, nicht so wie in der letzten Folge, also in Folge 6. Ja, das war. Ja, geht so, ne? Kannst du jetzt bitte mitkommen? Dankeschön. Ah, weiter, weiter, weiter. Los, los, los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Da es vor allem auch wieder gerade Nacht wird. Oh, okay, kommt, 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 kommt. Ja, jetzt wird nachts das Problem, ne? Kommt. Nein. 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 Hier. Essen. Food. Och nein. Jetzt gehen ja alle raus. Oh. Kommt her. Tiere, ich habe hier. Tiere, ich habe hier Weizen und ihr mögt Weizen. So seid ihr programmiert. Tür. Nein, nein, nein. Geh auf, komm rein. Komm rein, ganz rein, komm. Bam. Zack. Drin. Schlafen. Endlich. Noch mehr Glas ist hier drin und das können wir braten. Was guckst du? Brote müssen wir herstellen. Auch. Und zwar, damit wir die da drin fahren lassen können. Wait. What? Oh, effizient. Was zum. Ist zwar sehr teuer, der Trade, aber Effi5 einfach. Junge, komm. Komm her. Du musst eingemauert werden. Ui. Aber der Preis ist halt sehr teuer. Aber Effi5, ne? Also. Schmackhaft. Kannst du bitte mitkommen? Ich habe auch Brote. Ich habe Brote. Hallo, Typ, komm. Lass uns handeln, Typ. Komm, näher. Hallo, du musst doch mir jetzt folgen. Wir haben Key. Komm rein! Nein! Komm rein, bitte. Komm.
Geht da rein, um. Gut. Zack, du darfst nie wieder da raus, bitte. Ei, das ist. Uiuiui. Und damit es total sicher ist. Und hier noch eins. Obwohl, hier können wir eigentlich abbauen, weil eine Spinne kann ja nicht Villagern was tun. Ach so, und jetzt auf einmal ist da Gras drüber gewachsen. Wenn man es nicht will, wächst Gras. Ah, aber wenn man es will, nee, dann nicht natürlich. Ach, so unlogisch. Zack, zack. Ein paar Löcher zu füllen, so eine nervige Arbeit. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Boom. Dann wieder. Und you. Ach ja, stimmt. Was ich jetzt komplett vergessen habe, während ich die ganze Zeit habe, den Eisengut zukillen, weil wir den Eimer brauchen, damit wir ein ordentliches Feld machen. Eisengolem, moin, moin. Hier eine Kleinigkeit mit dir anzustellen. Danke, dass du dich schon so nett hinstellst. Schon wieder 4 Eisen. Krass. So. Ist eigentlich ist selten aus einem hier Eisengolem 4 Eisen zu kriegen. So, dann braten wir schon mal den Lachs hier. Weil das wollen wir ja nicht essen. Also ich nicht, weil, ja, ich glaube ich. Was rede ich eigentlich? Boom. Bloß keinen Fallschaden bekommen. Really? Das hat mir ein ganzes Herz Schaden gemacht. Oh boy. Alter, kann ich es. Falscher Ort, aber gut, dass da schon ein Zuckerrohr gewachsen ist. Hier, da. Meine ganzen Sachen lang. Chestplate. Hose, Schuhe. Hacke, Enderperle, Brot, Eisen. Der Helm, ja, hier ist der Helm. Aber den Helm finde ich so cool. Das passt eigentlich echt voll zum Skin, finde ich. Wenn man dann jetzt hier noch so ein Schwert nimmt, sieht das echt schon cool aus so. Jo, Leute. Stimmt, da fällt mir gerade ein, was wir mit diesem einen Eisen machen können. Und zwar ein Brain AFK Armin Schild. So.
Gut, dann gehen wir gucken, was können wir machen. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich machen? So, hier das nehmen. Und ich wollte erstmal eine unendliche Wasserquelle machen. Jo, vor meinem Haus. Das ist immer gut um zu haben. Ich würde sagen, lasst uns hier das Feld. Obwohl, na, näher an unserem Haus, da sind öfter die Chunks geladen. Hier so das machen. Muss ja keiner gesehen haben. Bum, bum, bum. Warte. Ja, passt gut. Dann hier erstmal alles wegmachen. Und lasst uns hier die unendliche Wasserquelle reinmachen. Es gibt jetzt, man kann die auf zwei Arten bauen. Einmal hier so ein Viereck oder so länglich vier. Aber ich mache das immer so, weil ich das besser als immer so mache. Keine Ahnung warum. Ich habe das gelernt. Das mache ich gleich übrigens wieder hin. Das war nur kurz, damit ich die überhaupt machen kann. Eins da und eins da und boom, unendliche Wasserquelle. Ist immer gut. Um und schon ist der Brunnen wieder da und hergestellt. Gut, gut, gut. Dann sollten wir weitergehen. Und das erste Pflanzen. War dieses eine Weizen will ich eigentlich noch wachsen lassen. Weil dann haben wir schon einen Weizen mehr. Ich bleib hier kurz stehen. Warte, bis ganz Nacht wird. Wir müssen jetzt ein bisschen dem beim Wachsen zugucken. Warte hier. So. Weizen beim Wachsen zugucken. Hier zugucken, Stream, be like. Gut, jetzt gehen wir schlafen. Der Bibliothekar ist dort sicher. Das ist sehr gut, weil durch den wir ein FI5-Buch haben. Und FI5 ist halt, ich glaube sogar, was man im normalen Minecraft ohne Cheats, also ich habe ja auch Cheats aus. Ich könnte sie natürlich anmachen bei diesem komischen hier LAN-Spielmodus, aber das mache ich nicht, weil ich das noch nie gemacht habe und ich es auch gar nicht machen will. So. Und ja. Jetzt gehen wir erstmal. So, ist wieder Tag. So, und jetzt will ich das machen. Alles gut? So. Hier. Das ist gebraten. Gut, das können wir schon mal essen. Ja. Dann gehen wir hier das nehmen. Warte, ich mach kurz so, zack, 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 zack. Um. Zack, hier den langen Wasser rein. Das ist hier jetzt auch schon eine unendliche Wasserquelle geworden. So, zack. Hier ist das die ganze Zeit. Können fünf lang gehen, also. Zack, 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 zack. Das sind zwei, drei, vier, fünf Blöcke. Gut. Und ja. Und
anbauen, weil mehr Weizen wir gerade, Weizenkörner wir gerade nicht haben. Dann gehe ich jetzt noch nach mehr Weizenkörner, damit wir Hühner haben können, weil die kann man mit Weizenkörner vermehren. Und ich glaube, es ist schlauer, anstatt einen Komposter zu haben, wo man dann immer ein Bone Meal nur draus kriegt, mit den ganzen Weizenkörnern Hühner zu vermehren und die auch daraus auch noch mehr Fleisch zu haben. Dann hier Hühner. Kommt mal mit. Jetzt kommt wieder der Lucky Man. Eins. Noch eins. Krass. Ist da. Ich glaube, das. Ja, ist schon gut. Die ersten zwei Eier, die ich hier geworfen habe. Einfach. Direkt zwei Küken rausbekommen. Ich habe auch, davon habe ich sogar noch einen Clip, den kann ich euch irgendwann mal zeigen. Es gibt etwas, was ich aufgenommen habe, so. Das verrate ich aber noch nicht, weil ich das noch nicht verraten will. Da habe ich vier Hühner aus einem Ei bekommen und ich habe nur ein Ei gemacht und vier Hühner rausbekommen. Ich weiß nicht, warum ich so oft lucky bin in Minecraft. Ich habe so oft in Welten Mineshafts, Dörfer in der Nähe, ich weiß nicht, Rune Portis. Bin ich einfach Minecraft-Lacker oder hä? Verstehe ich nie so ganz. Zack, kommt mal mit. Hier lang. Um. Wo sind die? Ach, die sind dahinter. Hier läuft auch halt hier lang. Die sehen doch viel mehr. Also, die sehen so von der Körperding aus wie Hühner, aber ich finde so vom Schnabel, das ist irgendwie so ein Schnabel, wie einfach Enten. Kommt mal mit, Hühner. So. Jetzt habe ich auch schon wieder super Lust, das Tor aufzumachen. Nein, 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 nein. Kommt doch rein, Hühner. Kommt rein, nein. Tor ist zu. Nein, du bleibst hier. Wir bauen euch ein eigenes Tor. Kommt. Also, ihr bleibt kurz hier. Wie stelle ich das jetzt an? Kommt mal mit. Hühner. Hühnchen. Kommt mit. Hier rein. Ja, alle rein ins Haus, alle rein ins Haus. Kommt alle rein. Gut, sehr gut. So, jetzt nehmen wir ein paar Sticks und so. Gerade so mach. Joint Zäune um. Zack. Dann brauche ich aber noch ein bisschen für einen Zaun vor. Jetzt Hühner, ich habe hier wieder das. Könnt ihr bitte mit rauskommen? Ist raus, sehr gut. Obwohl, komm, kommt noch mal mit rein. Was ich hier jetzt machen muss alles, damit ich Hühner hier habe. So, ihr kommt jetzt mit rein. Wo ist Nummer 3? Wo ist Nummer 3? Wo ist Nummer 3? Wo ist Nummer 3 hin? Eins und zwei. Ist Nummer 3 hier drin? Komm, Nummer.
Ach, dann seid ihr jetzt halt eine Nummer weniger. Boom. Zack, zack. Gut. Dann nehmen wir Erde, flicken erstmal das Loch, das sieht eh schlecht aus. Und zack, jetzt bauen wir hier, wie es artgerechte Tierhalter machen. Ich wollte es natürlich nicht anders machen, nee, nee. So, ein kleines Gehege ran. Kommt mit. Ihr seid auch kleiner, deswegen kriegt ihr ein kleineres Gehege. Ist aber, finde ich, in meinen Augen fair. Jetzt macht ihr bitte... Ja, ihr geht da ja ganz einfach rein. Ihr braucht... Habt ja gar keinen... Ich habe ja gar keinen Krampf, euch da reinzukriegen. Och, wie gut. Ach, da ist Nummer... Och, Junge, Nummer 3, was ma... 3, komm. Nummer 3, kommst du da raus? Ja, Nummer 3, komm. Komm, komm, komm. Nee, das kommt gar nicht mal raus. Bleibt es da halt. So. Dadurch, da wir jetzt so viel mehr noch von dem ganzen Weizen haben, können wir unser Feld hier noch weiter vergrößern. Zack, zack. Zack, zack. Und 1, 2, 3. So. Geht das doch sehr lang? Ach, ich mach das jetzt doch nur viel lang. Einfach, weil das hier noch wächst. Zack. Da, eins lang. Zwei, drei, so wie ich es da auch gemacht habe. Zack. So, ihr seid da drin, das ist gut. Euch geht's auch noch gut. Ihr unterhaltet euch mal wieder. Es ist alles gut. Ach, Mann, komm, wieder in meine Hand. So. Dann läuft ja hier alles. Das kann... Obwohl, ich lasse... Dann mache ich hier... Upp. Warte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Drei Schwerter, um Bambus zu fällen. Eine Bambusschwert. Bambus, komm mal bitte her. Du. Ja. Das waren vielleicht ein paar Bambus. Bambus wächst halt so schnell. Könnten wir auch ein bisschen vergrößern, die Bambusfarbe. Hier kurz noch. Oh. Hier, Bambus. Da können wir. So. Reich. Schlafen und. Ja. Zack. So, schlafen. Und dann craften wir uns daraus ganz viele Sticks wieder. So. Zack. Zack. Um. Zack. Um. Zack. Seht ihr, das sind schon ordentlich Sticks. Wir haben. Ja, und da wollen wir auch gleich noch mal etwas machen. Fällt mir gerade auf. Oh, ein Ei. Sehr schön. Nichts, okay. Ganz. Ja. So.
Ja, erstmal gucken gehen. Wächst hier was? Ja, es wächst. Es wächst, es wächst. Das ist gut. Das ist gut. Ihr seid hier auch schon 3, 6 Stück. Auch gut. Dann ja, brauchen wir. Ich hab doch hier irgendwo Kies gehabt. Habe ich hier nicht Kies gehabt, gerade noch eben? Ja, hier. Mach ich halt anstatt das. Bitte gönn Feuerstein. Okay. Wir machen es einfacher. Zack, zack. Zack, zack. So. Bum, bum. Ich muss. Ja, in Mann, der fällt immer so dumm. Bum. So. Ich krieg das nicht so schnell hin. Ah, Feuerstein, gut. Die hat auch ein Remodel bekommen durch das hier. Cool. Dann packe ich erstmal hier die Hacken. Ihr müsst wachsen. Das auch noch nicht. Auch halt mehr Kies. Finde ich irgendwo für Kies. Bitte, das wäre halt gut. Ach, Junge. Das verrottete Fleisch macht mir jetzt auch nichts aus. Drauf. Ja, war der wieder. Ah. Ein paar Sekunden. Ich. Jo. Dann geht's auf jeden Fall weiter. Ach, jetzt habe ich aber wieder viel, ne? Egal. Warum laufe ich eigentlich lang? Ich sehe es nicht. Ach so, weil ich Kies. So, zack, zack. Mal gucken gehen. Da vorne ist doch Kies. Oder ist das Clay? Aber Clay wäre auch okay. Kies, gut. So, wir brauchen noch 2 mehr Feuersteine. So, ja, ich mache die danach einfach wieder hin. Eins, nur eins. Nur, wie kann man denn so nicht gönnen? Ach. Ja, ich glaube, es ist auch so, desto mehr man es benutzt, desto, also die bei der Schaufel, glaube ich, desto weniger, schlechter sieht die aus. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Feuersteine. Egal, man kann nie zu viel haben, würde ich gerne immer sagen. Boom. So. Villagers können wir uns auch sozusagen schon farmen. Also, wir können die ja immer wieder halt paaren sich lassen. Und ja. Hallo, Papagei. Sind hier eigentlich die ganzen Papageien, obwohl da doch eigentlich hier da der Dschungel ist. Jupp. Dann gehen wir mal wieder gucken. Weizen wachsen. Derzeit so. Um. Geht voran, ne? Also, ihr seid immer noch nicht aufgewachsen. Ich. Haben das ist bald fertig. Verweise.
Obwohl, ist guterweise ein Wort? Glaube nicht, glücklicherweise. Das ist auf jeden Fall ein Wort. Hi Pferd, ich habe zwar keinen Sattel, aber du hast viele Leben. Pferd? Warum ich denn nicht? Doch cool. Du bist ein Pferd, oder? Ha! Gut. Wir sind Freunde, also jetzt. So. Aber wir haben noch Sattel ist das Problem. Den kriegen wir auch nur irgendwie aus bestimmten Sachen. So. Upp. Jetzt mache ich Chartable und ein Feuerzeug. Und das Feuerzeug. Ein Holz genommen, dafür brauche ich 1, 2, 3, 4 Holz. Danke. Bam. Bam. Whoop. Table. Kannst bitte wachsen? Ich möchte bei die Villager vermehren. Damit ich endlich mir auch das. Also, was heißt endlich? Aber damit ich auch das Effizienz 5 mir holen kann, was halt schon schmackhaft wäre, obwohl das einen relativ teuren Preis hat. Naja, wir können uns ja die Villager, wie gesagt, sozusagen farmen und ja, damit können wir dann auch noch uns andere Bücher holen, was wir machen sollten. Weil nur FI5, wir brauchen da noch Mending und so eigentlich. Bevor ich die Spitzhacke überhaupt benutze, sonst die ja nach 3 Sekunden kommt. Nee, ich sag das jetzt. Bald ist es fertig. Und ich habe ein Feuerzeug. Ja. Übrigens, das habe ich komplett vergessen zu erwähnen. Kommt Mittwoch kein Survival-Bild wegen, weil wir heute streamen und ja. Aber deswegen kommt es auch nicht. Eigentlich wollten wir das bringen. Wir haben. Aber es kommt was anderes. Ich weiß nicht, ob das stimmt. So ein Mythos gehört. Wenn man die im Nether placed, dass die dann zu einer Festung zeigen. Also in Richtung zur Festung. Kann mal jemand schreiben in die Kommentare oder in den Live-Chat oder so, ob das wahr ist? Weil ich habe da mal so Lifehack gehört. Wäre ganz mal ganz gut. Eine Sache, die ich gleich noch machen will. Da wird ein Lager hinkommen. Mehr werdet ihr gleich dazu erfahren. Ah ja, und jetzt kann ich das Ei. Und wo ist jetzt das? Wo sind jetzt die Weizenkörner hin? Hier nicht. Sind die hin? Ich bin blind. Wow, ich bin wirklich blind. Okay. Dann gehen wir mit dem Bau, würde ich sagen. Und ich habe vergessen, Türen zu machen. Und noch andere Sache, wir brauchen viel Holz dafür. Das ist eine Sache, wofür wir echt viel Holz brauchen. Weil. Okay, wir bauen erstmal das Grundgerüst. Und ich habe schon wieder die Türen vergessen. Zack, dafür brauchen wir. Ich mag das einfach nicht, den ganzen Stack zu verbrauchen, obwohl man noch weniger im Inventar hat. Ich weiß nicht warum. Ja.
Beginnen wir aber jetzt mit dem Bau. Erstmal müssen wir dafür auch die hier wegmachen, weil ich erstmal das Grundgerüst bauen muss. 1, 2, 3, 4. Bum, bum, bum. Ungefähr so groß. Ja. Bum, bum, bum. Och, egal, muss da eh bleiben. So, weil es wird da drin keine Gläser geben. Och, Junge, ich baue auch schon wieder komplett weit. Egal, dann wird das halt ein bisschen größer. Ein bisschen größer wird das dann. Dann immer mache, weil ich das genau abschätze. Also hier ein bisschen, aber noch nicht zu viel. So. Dann. Alles ausgefüllt werden, die ganzen. Darf da aber nicht sein. Um. Um. Zack, 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 zack. So, 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 so. So, 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 so. Bam, bam. Um. Dann muss ich gucken, wo will ich die Tür hin? 3, 3, perfekt. Holz wird ja nicht mal reichen, merke ich gerade. Sie müssen wieder Eisen eigentlich fahren. Oder mit Holz. Steinäxten arbeiten. Mann, ey. Arbeiten. Zum Glück müssen wir das Sachen nicht ein Holz. Da kommen dann nämlich die Slabs ins Spiel. Obwohl, wir können eigentlich den Boden auch aus Slabs machen. Ist jetzt aber auch egal. Boom. Um. Und 1, 2, 3, 4, 6. Zack. Gut. Nein. Ach, Doppeltür rein. Okay, okay. Dann kann ich höher bauen. Muss mehr Holz holen gehen. Yippie. Oder ich baue erstmal noch das Dach. So. Weil ich kann jetzt ja verraten, was das hier wird. Ein Lager. Und die Slabs mache ich, damit wir 3 Kisten übereinander stellen und dann hier die aufgehen kann, weil das ja durch die Slabs durchgeht, soweit ich weiß. Hoffentlich geht das auch in der 1.17.1 noch. Das wäre ganz gut. Reicht ja bis vorne und hinten nicht aus, dass die ganzen Slabs, die ich hier gebaut habe. Crafted habe. So. Und das sieht einfach nur aus. Bauen. Bauen wir die noch ab. Zack, zack. So. Besser aus. Gut, gut, gut. Sind da noch Villager drin? Ja, gut. So, und dann hole ich mehr. Thanks, wir haben nur noch ein Stack. Ja, super gut. Um. 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 Zack, reichen die sich Glück. Werden die wahrscheinlich eh nicht. Ich mein Glück kenne. Warte, dann baue ich kurz erstmal hier die Wand zu Ende. Bum, 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 bum. Können wir den restlichen noch Slabs machen, obwohl wir probieren erstmal aus, ob die reichen. So. Abbauen. Bam, bam. Gut.
Mann, ey. Baut man sich einmal. Zack, zack. Und diesen Freitag ist ja nicht Random Friday gekommen. Es wird auch diesen Freitag wahrscheinlich nicht kommen, weil ja, aber wie gesagt, also Mittwoch kommt ja noch ein Video und Freitag kommt auch noch ein Video. Kann ich schon mal verraten. Ich noch das eine verrottete Fleisch, damit ich jetzt mal schnell wegkomme. Und wie bist du da rein? Typ. Willst du rausgehen oder nicht? Ja, dann chillst du da halt noch mit drin. Okay, kein Huhn rausgekommen. Mehr euch erstmal, also paar euch erstmal. Und du bist da drin wieder. Doch der letzte. Ja, aber dann würde ich auch schon mal sagen, hier drin ist zu eng. War ist das für diese Folge? Wir sehen uns bei, obwohl, na, also, es war für diese Folge. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, was alles passiert ist. Wir haben das, boah, können wir noch kurz weiterholen. Wir haben erstmal noch Hühner ranbekommen, das Feld woanders hingemacht. Und ja, wir haben den Lagerbau angefangen. Das Hotel fast fertig schon gemacht. Das ist relativ fertig. Und die Kühe haben wir halt mehr geholt, habe ich glaube ich schon gesagt. Lul, Eisenrüstung gemacht und die für die Bambusfarm Schwerthaar gemacht. Und ja, das war's für diese Folge, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao. Und unten über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Jo, dann.